Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Spielevorstellung auf meinem Kanal. Und heute haben wir Steel Division Normandy 1944 oder besser gesagt 44. Ihr kennt ja die Hersteller von Wargaming, ne? Und das ist jetzt der sogenannte Nachfolger, aber dieses Mal in der Normandie und im Zweiten Weltkrieg. Ob wir denn nur Normandie sehen oder auch den Russland und. Das werden wir sehen im Laufe der Zeit, weil am 23. Mai soll das Spiel ja erscheinen. Für alle Vorbesteller, die können jetzt schon reingucken. Das ist alles noch Beta-Status. Deswegen sehen wir auch hier, dass hier das Bootcamp auf jeden Fall noch nicht da ist. So, was können wir hier sehen? Solo, Multiplayer. Hier können wir unsere Decks bauen, unser Profil. Ja, man muss sich natürlich erstmal anmelden. Vielleicht hat man ja schon ein Konto, um Multiplayer zu machen. Wir gehen mal in die Options. Ich habe zwar Deutsch eingestellt, das wird alles nach und nach dann noch umgeändert. Und. Ich habe hier alles auf, ja, Very High gemacht. Ihr seht schon, da gucken wir mal, wie gut es denn im Endeffekt aussieht. Und dann sehen wir auch noch den Mod Center. Das bedeutet eventuell Steam Workshop. Wäre auf jeden Fall optimal, wenn jetzt andere Lackierungen oder andere Fahrzeuge und noch da zusätzlich dazu kommen. Oder besser gesagt Karten. Das wäre richtig optimal. Okay, wir gehen erstmal hier rein, Skirmish. Und wir werden mal ganz einfach anfangen. Keine Angst, der Maximus wird jetzt nicht der Oberstratege. Weil, ja, dafür ist es einfach zu lange her. Und hier, das sind die zwei Einheiten. Ja. Sieht aus wie die Old Ironside und dann hier noch zwei Deutsche. Ja, ich gehe mal hier rüber. Glaube, das ist verboten. Aber wir gehen mal hier rein und dann schauen wir mal, was wir hier alles machen können. Wir können das ja in ein Auto füllen. Dann sieht es dann quasi so aus. Und dann gehen wir einfach mal hier rein und das sind unsere Fahrzeuge. Also man hat wieder eine große Auswahl zwischen ja, Aufklärer, ja, Infanteristen. Und die haben da irgendwie ein neues Punktesystem und Beobachtungssystem gemacht. Das werden wir dann gleich mal anschauen. Aber so weit habe ich mich jetzt auch nicht so aus dem Fenster gelehnt. Ja, wir können natürlich das alles noch schön genau angucken. Das hier ist weg. Hier sind unsere deutschen Soldaten. Okay. Und hier nochmal ein paar Panzer und Packs. Supporter. Ja. Und gucken wir mal hier gegen Flugzeuge, Artillerie und. Okay, lassen wir es einfach mal so und gehen einfach mal, wir safen das mal, okay. Und gehen quick, back und wir sagen einfach mal Start. Ich habe noch nicht reingeguckt, also wir werden jetzt hier ordentlichen First Lock machen. Den ersten Blick, First Look, ihr wisst schon, First Look, ja, oh, so, das ist jetzt erstmal unsere Karte, die wir jetzt hier zur Auswahl haben, die gucken wir uns einfach mal ein bisschen genauer an, sogar mit Regen, schön, also ich muss ja sagen, sieht auf den ersten Blick sehr interessant aus, viele werden das wahrscheinlich dann im Multiplayer spielen und das andere werden wir dann nach und nach dann mal betrachten, ob wir dann irgendwann mal Multiplayer machen oder wieder diese ja, Wiederholung, die ich damals immer gemacht habe. So, wo sind jetzt unsere Einheiten? Jetzt bin ich ein bisschen ja, überfragt. Wir machen mal... ach so, warte mal. Nee. Wir müssen ja unsere Einheiten erstmal platzieren, ne? Okay, wir platzieren unsere Einheiten... Bevor wir hier loslegen, in dem Bereich. Bin ich jetzt Ami? Ich wollte da gar kein Ami sein. Ich wollte doch der böse Deutsche sein. Okay, ist jetzt dieses Mal egal. Nicht so weit nach vorne. Jetzt schauen wir mal. Wir setzen den einfach mal hier hin. So. Aha. Und glaube, nach und nach... die Bataillone, sage ich jetzt einfach mal so, die haben ja besondere Fähigkeiten. Und die kommen dann erst nach und nach irgendwie auf dem Schlachtfeld zum Tragen. Okay.
Ach so, hier ist es ja. Man sollte auch mal ein bisschen gucken, ja. Wir nehmen mal erstmal billig ist super. Nehmen wir noch so ein. Billionpanzer. Was könnten wir noch mal? Ein Supporter. Artillerie. Nee, werden wir nicht nehmen. Luftabwehr. Ich denke mal, da wird dieses Mal nichts kommen hier. Oh, schweres Angehen. Flugzeuge werden wir auch nicht nehmen. Natürlich so ein Beobachtungsflugzeug. Wäre nicht schlecht. Das sind die wahrscheinlich, die die Base einnehmen. Und dann gehen wir doch einfach mal noch mal ein paar Infanteristen, dass sie die Häuser ein bisschen beschützen. Ich weiß, man muss die wahrscheinlich besser hinstellen und dann nehmen wir noch mal einen. Nee. Okay, nehmen wir noch mal Infanterist. Haben wir noch was für 35 Euro? 25 Scout-Fahrzeug. Den setzen wir mal hier hin. Okay, wir haben das. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich es an? 30 Minuten werden wir jetzt nicht machen. Very fast? Nee. Okay. Die wollen nicht. Ach so. Haha. Man hätte natürlich vorher alles eingeben müssen. Und dann wird man auch dann sehen, dass. Oh, ich muss das ein bisschen leiser machen. Dann wird ihr auch sehen, wie die Fronten dann sich verschieben. Ich werde wahrscheinlich jetzt ordentlich einen auf den Sack kriegen. Aber das ist ja der erste Eindruck. Und es läuft verdammt flüssig. Und sieht auch gar nicht mal so unhässlich aus. Oh, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Eieiei. Es gibt auch eine Moral, die ich gehört habe. Die hat natürlich dann Einfluss darauf, wie unsere Fahrzeuge dann. Oh, hier. Schön. Da sind sie weg. Da laufen sie. Es hat so einen kleinen Comic-Look, muss ich sagen. Ne? Also. Okay. Setzen wir den mal dahin. Den Panzer. So, der Beobachtungspanzer. Aha. Oh, schön machen die das. So. Oh, der ist ja vernichtet. Ach je. Jetzt wäre es mal interessant zu wissen, wie man auslädt. Das weiß ich natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich super. Ne? Wir werden mal Tanks hierher bringen. So. Aha. Okay. Die Infanteristen werden wir jetzt hier ins Haus sehen reinschicken. Und zwar da. So, der Panzer ist da. Mein Beobachtungsfahrzeug, der kann. Oh, die Deutschen greifen uns an. Also wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie nichts einnehmen, so wie ich das mitkriege. Genau. Hier ausladen. Okay, wir kriegen neue Fahrzeuge, aber wir können jetzt keine Panzer mehr nehmen. Ah, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Oh ja. Den. Es gibt auch jetzt. Wir machen mal normal, slow. Ich habe jetzt ein bisschen schnell gemacht, ja. Also, es gibt keinen richtigen Stopp mehr, so wie ich das mitbekommen habe. Flugabwehr ist eigentlich nicht so wichtig. Und den setzen wir mal hier hin. Machen wir mal auf normal. So.
was ist los hier? Okay. Die haben uns gleich fertig gemacht. Ja, super. Ja, das war einfach zu schnell für Maximus. Wir müssen uns hier mit unserem Panzer auf jeden Fall besser postieren. Wir stellen uns mal dahin, dass wir den Bereich hier irgendwie absichern können. Hier in den Wald rein. Und der ist auf jeden Fall auch schon angeschlagen, der Panzer. Und er richtet sich automatisch das vom Feind aus. Also das ist schon mal eine coole Sache. Was nehmen wir denn? Panzer kann ich keine mehr nehmen. Okay. Da kommen sie. Warum lädt er nicht aus? Oh. Die haben doch ein Beobachtungsflugzeug. Eieieiei. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich hier hinsetzen. So, laden die jetzt auch endlich mal aus. So, der ist ausgeladen. Ich setze ihn mal hier hin, um den Bereich hier ein bisschen abzusichern. Hier unten war noch einer. Hm. Gehen wir mal hier in das feindliche Gebiet hier rein. Oh je, Mini. Der Panzer ist noch gut. Und jetzt greifen sie mit voller Manpower an. Wir sehen es noch nicht. Aber wie gesagt, die ist dynamisch. Und da haben sie sich verschanzt. Oh, die werden wir mal versuchen, aus den Häusern hier rauszukriegen. Vielleicht sollten wir mit Mörser irgendwie die rausmörsern. Wieso fährt der rückwärts? Oh. Okay. Ja. Maximus hat verloren. Aber wie gesagt, das sollte ja nur eine kurze Vorstellung sein. Falls ihr mehr davon sehen wollt, ein bisschen Strategie, dann ab in die Kommentare. Ich muss da mich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. In 9 Minuten und 4 Sekunden hat man mir auf jeden Fall das Leben ausgemerzt. Und ich weiß, so wie beim Flugzeugspielen, ich bin nicht der Profi im Fliegen, sowie auch mit Strategiespielen. Obwohl ich mit diesen Sachen, so wie Sudden Strike damals angefangen habe oder Command & Conquer, aber es ist halt schon 1000 Jahre her. So, mit den Worten möchte ich hier erstmal den First Log erstmal beenden. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den Worten. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.